So Leute, heute wird's lustig. Ich fahre diese Woche Urlaubsvertretung auf einer Linie, also von Elsnitz nach Neckarsulm und wieder zurück nach Elsnitz. Und dann fährt ein anderer Kollege morgen früh in Merane laden und ich fahre dann wieder darunter zum Abladen, Leergutladen und so jeden Tag hin und her. Fremdes Auto habe ich. Wenn es mal ein bisschen holprig wird, dürft ihr es mir nicht übel nehmen. Es ist ein Sattelzug. Ich hasse Sattelzug, aber naja, nicht zu ändern. Muss ich durch. Also dann drückt mir die Daumen, dass alles funktioniert. Dann wollen wir mal das Kind mal schaukeln hier. Auf in den Kampf. Naja, das Auto hat nicht gerade Vollausstattung. Keine Klimaanlage. Ja, ist ja auch bloß für den Linienverkehr gebaut. Ja, die 4 Tage werde ich schon überstehen. Denke ich. Zumindest habe ich in der Dispo jetzt einen Kaffee abgestaubt. Den habe ich gebraucht. Ab Montag kriege ich dann mein Auto wieder. Denke ich, hoffe ich. Das ist nämlich auf der Linie Emden, Elsnitz-Emden. Beziehungsweise umgedreht, Elsnitz-Emden-Elsnitz, weil denen ihres ist kaputt gegangen und da haben sie gesagt, na gut, dann tun wir einen Klausteins gleich dahin, der hat ja Urlaub. Naja, wie das halt so ist, ne? Und das ist aber noch nicht ganz. Und ehe wir jetzt wieder hin und her tauschen und rum und um, haben sie gesagt, da fährt der Klaus die 4 Tage Linie. So, also dann Leute. Schauen wir mal, wie es wird. Erstmal die Kameras hier ein bisschen einrichten. Die muss ich ja jetzt jeden Tag hier abbauen und wieder anbauen. Bei mir stehen sie eben immer an derselben Stelle. Naja, wird schon werden. Irgendwie kriege ich das schon hin. Gibt Schlimmeres auf dieser Welt. Ich will mein Auto haben, ich will mein Auto haben, ich will mein Auto wieder haben. Na, so richtig kräftig auf der Brust ist er aber auch nicht hier. So. Der ist wenigstens frei hier. Da kann man auch schneller fahren. Ich brauche hier wirklich jede Minute. Das ist nämlich bis Neckarsulm runter. Dauert seine Zeit. Wenn ich hier ein bisschen Stau habe, müssen wir erst mal gucken, wie das jetzt hier wird. Ja, morgen weiß ich dann mehr. Musik.
wollte ich ja auf die A6 fahren. Aber da ist Stau zwischen Nürnberg Ost und Schwabach. Eine halbe Stunde brauche ich da länger. Also fahre ich doch gleich auf die A70, dann am Kreuz Bamberg auf die A73, dann über die B505 auf die A3 und dann dort auf die A7. Da bin ich besser dran, als wenn ich jetzt hier mich die 20 Minuten oder 30 Minuten mit in den Stau stelle. Der kleine Umweg kostet mich weniger Zeit. Und hochzu muss ich mal gucken, ob ich dann in Bamberg tanken muss. Das weiß ich noch nicht. Das entscheidet sich noch. Aber jetzt erstmal nicht, weil ich unbedingt darunter muss zum Abladen. Ja, man muss halt immer ein bisschen gucken, wenn man weiß, dass Stau ist und viel Zeitverzögerung. Dann muss man das halt versuchen zu umfahren. Manchmal geht es auch nicht und manchmal ist halt der Stau auch so, dass in der Baustelle ein Unfall passiert, da kann man dann auch nichts dran ändern. Aber jetzt schauen wir mal. Bin ja gespannt, wie das mit der Tour jetzt hier läuft. Das ist ja mein erster Tag auf der Tour von 4 Tagen, hoffe ich. Da muss ich das jetzt erstmal alles abchecken hier. Ich bin der Checker. Und morgen früh klingelt kein Wecker. Weil ich fange ja erst 14 Uhr wieder an. Da brauche ich ja keinen Wecker. Jetzt geht's doch hier locker, flockig, vorwärts. Immer noch schief. So steht's gerade. Locker, flockig, vorwärts geht's hier. Jetzt geht's gleich auf die B505. Richtung A3 und dann der A3, A7, A6. Dann habe ich den Stau umfahren. Und habe, wenn ich so gucke, gar nicht so viel Zeit eingebüßt. Was ist denn hier mit dem Ladedingens? Nachher mal schnell das Zeug rausschreiben, nicht dass das hier verschwindet. Das ist eben immer, wenn die Leute sich da nicht kümmern, dann funktioniert das nicht. 10% Ladezustand, aber der Blitz ist an, hält konstant auf 10%, also ist der Akku im Arsch. Ja, ich werde mir trotzdem dann mal vorsichtshalber die Nummern rausschreiben, schnell. Dass mir die nicht verloren gehen. Das wäre nämlich scheiß schöner Mist. Jetzt bin ich auf der A81 und mache jetzt hier erstmal eine Viertelstunde Pause. Hier mal ein bisschen die Füße vertreten. Irgendwie sitze ich hier in dem Auto total unbequem. Das ist alles hier irgendwie, naja, gewöhnungsbedürftig. Hier kommst du schon wieder kaum noch rum. So, wie sieht's denn hier aus? Hier ist Halteverbot, das ist doch auch scheiße. Ach, Mann.
mal gucken hier. Hier stehen sie auch schon wieder. Und da vorne steht auch einer. Ja, ich werde mich hier vor den stellen. Da störe ich niemanden. Oh, die kommen hier gepfiffen wie die Idioten. Mal ein bisschen langsamer über die Rasthöfe wäre ja vielleicht mal von Vorteil, aber nee. So, hier bleibe ich jetzt stehen. Also hier läuft es ja jetzt eigentlich ganz gut. Auf der 81. Ich habe jetzt noch 13 Kilometer bis zum Ziel. Jetzt fahre ich nämlich schon wieder auf die A6 hier. Richtung Heilbronn. Und Neckarsulm ist ja in der Nähe von Heilbronn. So, also, ich habe es geschafft. Mit 4 Stunden 29 stehe ich jetzt hier auf dem Parkplatz. Werde jetzt hier in aller Ruhe meine Warnweste anziehen, meine Arbeitsschuhe. Eine 30-Minuten-Pause machen, dann gehe ich mich anmelden. Und dann mal gucken, wie das dann funktioniert hier mit dem Abladen. Lassen wir uns mal überraschen. Also dann, Leute. Bei der Audi dürft ihr eh nicht mit rein, das wisst ihr ja. Also dann melde ich mich, wenn ich hier leer bin und rüberfahre zum Leergut. Sony Elektria. So. Jetzt bin ich entladen, jetzt fahre ich zum Leergut. Ich bin ja jetzt hier schon wieder auf einer öffentlichen Straße. Aus dem Werk bin ich raus. Leergut gibt es hier in dem Gewerbegebiet nebenan. Muss ich hier schauen, wie ich da hinkomme. Es ist nicht weit. 6 Kilometer, 7 Kilometer ungefähr. Fertig. Jetzt geht's nach Oelsnitz. Feierabend machen. Irgendwann so gegen 5 oder so. So, meine Lieben, eine Nacht habe ich rumgebracht. Die restlichen 3 bringe ich auch noch rum. Also heute Nachmittag geht es wieder los. Wieder nach Neckarsulm. Nachher fährt ein anderer Kollege nach Merane. Mein Leergut abladen, wieder laden für mich. Ich fahre wieder nach Neckarsulm. Und dann geht's wieder rund, so wie heute. Also dann, staunknitterfreie Fahrt, bis heute Nachmittag. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Tschüss.